Was deine beste Freundin, dein bester Freund mit dem Plan deiner Seele zu tun haben und mit dem Thema Selbstliebe. Lass uns mal über deine beste Freundin, deinen besten Freund hier sprechen. Was meine ich damit? Ich meine dich. Ich meine dich. Schau mal, zum Bewusstmachen. Wie oft stehen wir vorm Spiegel oder machen irgendetwas und wie sehr bewertend und beurteilend denken wir über uns selbst? Männer vielleicht weniger als wir Frauen, wenn wir vorm Spiegel stehen. Wie sehr sind wir dazu geneigt, oftmals Dinge zu sehen oder zu suchen quasi und bewerten und beurteilen uns, dass irgendetwas gerade nicht passt, nicht stimmt, nicht gut ist, nicht schön genug ist. Whatever. Ich möchte gar nicht hier jetzt so in Beispiele eintauchen. Du hast deine eigenen Beispiele. Oder auch im Alltag, wo wir auch schon mal aussprechen, mein Gott, wenn uns ein Missgeschick passiert, bin ich dumm, bin ich doof oder was auch immer. Und was geschieht da auf der unbewussten Ebene? Dass wir uns selbst be- und verurteilen und mit uns selbst so in einem Zwiegespräch sind, wie wir es mit der besten Freundin, dem besten Freund niemals machen würden. Wir würden ja nie ernsthaft zu der besten Freundin sagen, mein Gott, wie schauen deine Haare heute aus? Oder du bist doof oder du bist dumm oder was auch immer. Verstehst du, was ich meine? Das würden wir mit unserer besten Freundin, mit unserem besten Freund niemals machen. Wir kommunizieren mit dem Außen auf eine zum Teil viel, viel liebevolleren Art und Weise als mit uns selbst. Und was hat das letzten Endes dann auch mit dem Plan unserer Seele zu tun? Mit dem Ruf der Seele zu folgen, wirklich mit Next Level auch Selbstliebe, solange wir ja bewertend und beurteilend über uns selbst denken und in Zwiegesprächen mit uns selbst sind, die nicht unserer wahren Größe, unserer wahren Identität entsprechen, naja. Stehen wir uns selbst im Weg, haben die Schranke zu, treten auf der Stelle und kommen nicht weiter. Und die Wahrheit ist, wie viel mehr Kraft, Stärke, Energie, Weisheit, Wissen, Potenzial, Fähigkeiten sind in dir verborgen, als du es bis eben eingestehst. Fühl da mal rein. Viel, viel, viel mehr. Und wenn ich das jetzt mit der besten Freundin, mit dem besten Freund hier so als Aufhänger genommen habe, bitte versteh mich richtig. Das ist nur ein Aspekt, um dir einfach mal die Augen zu öffnen, deinen Mind dafür zu öffnen, was für eine besondere Persönlichkeit du eigentlich bist. Und diese Schleier mal zu lüften und dich auch mal in deiner wahren Größe zu sehen, so wie deine beste Freundin. Dein Umfeld oder wer auch immer dich auch jetzt eigentlich schon sieht und du dich auch gerne sehen möchtest. Deshalb beginn mal auf eine so liebevolle Art und Weise stabil mit dir selbst zu kommunizieren, wie du das auch mit einer außenstehenden Person bis eben machst. Beginn mal so mit dir selbst zu kommunizieren. Komm so mal ganz bei dir selbst an. Erkenne so mal wirklich das Potenzial, was in dir verborgen ist, wo du vermutlich schon seit einer Weile das Gefühl hast, Mensch, da ist viel mehr für dich und für mich möglich als das, was ich bis eben lebe. Und das ist es auch. Du darfst diesem Gefühl definitiv vertrauen. Weil wenn wir keine Ansichten und Prägungen hätten, wie etwas zu sein hat, wie etwas geht, wie etwas nur funktioniert, dann würden wir ja einiges anders machen. Dann würdest auch du in deinem Leben viel mehr die Schranken aufmachen und dem folgen, deiner wahren Essenz, dem, was dich wirklich ausmacht. Ja? Deshalb nochmal abschließende Einladung. Beginn mal viel mehr mit deinem wahren Potenzial zu kommunizieren, mit dir selbst zu kommunizieren, wie du es auch mit außenstehenden Personen machst, auf eine liebevollere, viel, viel wertschätzendere, erhebendere Art und Weise, weil das ist alles in dir verborgen, das möchte auch gelebt werden und möchte auch ans Licht. Ja? Meine Inspiration heute für dich und
Abschließend habe ich noch was für dich. The Big Essence to Start Your Free Life. Darum geht es morgen bei der Masterclass, die du jetzt noch zu absoluten, absoluten Sonderkonditionen buchen kannst für nur 189 Euro. Danach, nach der Masterclass, wird diese auch im Replay zwar zur Verfügung stehen, aber nicht mehr zu diesem Specialpreis. Wenn das irgendwie mit dir resoniert, fühl dich eingeladen. Du findest in der Nähe von dem Video den Link. Melde dich noch rasch an und dann sehen wir uns in der Masterclass. In diesem Sinne, hab noch einen wunderschönen Tag. Ganz, ganz liebe sonnige Grüße zu deiner wahren Größe und Identität, die du in Wahrheit bist. Ciao, ciao.